So, und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch, freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet. So, ich habe mal jetzt kurz mal weitergespielt hier, allerdings durch einen kleinen Fehler. Da dachte ich mir so, okay, komm, ich erkläre euch das Ganze wieder. Ich habe mir hier eine kleine Linie erstellt, die Linie 9, die ist halt wirklich nur für mich. Ja, und ihr seht schon, sie beinhaltet ganze 4 Haltestellen. Damit wir jetzt halt nicht jedes Mal jetzt hier irgendwie groß jetzt hier rumeiern müssen und die Touren hier großartig fahren müssen, wenn wir jetzt hier Geldprobleme haben, können wir uns jetzt auf die Linie 9 hier dementsprechend ausruhen. Ihr seht auch, 3 Minuten 45 dauert das Ganze, ist schon ein deutlicher großer Unterschied. So, ich habe jetzt dann weitergespielt, 64.000 haben wir, denn wir brauchen ja natürlich einen neuen Bus, damit wir die ganzen Touren hier auf jeden Fall besetzen können. Und das war nämlich der Hauptgrund gewesen. Deswegen, ja, kaufen wir uns jetzt den neuen Bus. Und ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Citaro eigentlich hier. Der ist schon ganz nett. Deswegen würde ich auch sagen, den kaufen wir auch direkt. Jetzt haben wir nochmal minus 50.000. Das ist jetzt aber wurscht. Jetzt können wir hier nämlich in die Streckenplanung gehen und können jetzt hier sagen, so, pass auf. Dich können wir jetzt einen Fahrer zuweisen und du kriegst den Setra. Dann nochmal hier und dann sind alle Strecken besetzt auf jeden Fall. Und wir können uns jetzt hier gemütlich nochmal diese Strecke hier anschauen, damit ihr das zum Beispiel sehen könnt. Und wir brauchen natürlich den Citaro K. Los geht's. Und dann hoffen wir mal, dass das jetzt doch endlich mal fruchtet, das Ganze. Und wir dann endlich die Aufgabe dementsprechend auch abschließen können. So. Wie gesagt, es ist halt wirklich eine kleine Linie. Ich brauche eine Fahrkarte. So, eine Woche Standard. Danke. Klar, hier, bitte. Wo hab ich denn... Klar. Augen, Blick. Hier ist die Fahrkarte. So, davor konnte man aber auch weit in die Hose gucken. Oder in den Rock. Besser gesagt. Ach, Leute. So. Übrigens, jetzt weiß ich übrigens, was ihr machen müsst, wenn jemand Wertsachen im Bus liegen gelassen hat. Ihr müsst denjenigen finden draußen auf der Straße. Normalerweise macht das kein Busfahrer. Kein echter Busfahrer macht das, dass er jetzt da hinterher rennt. Und denjenigen sucht er jetzt zum Beispiel sein Handy, Portemonnaie oder sonstiges, irgendwas vergessen hat. Das wird natürlich mitgenommen und wird dann praktisch in der Fundgrube in Berlin hier abgegeben. Ja, und da muss sich dann natürlich jeder melden, wenn er hier zum Beispiel irgendwas verloren hat, vergessen hat oder sonst irgendwas. Ja, das wird dann alles da in diesem Fundbüro dann dementsprechend abgegeben. Also kein Busfahrer macht sich die Mühe. Und rennt da irgendwelche Passanten hinterher, um zu hoffen, dass er die Wertsachen wiederbekommt. Die Zeit hat er gar nicht, um jetzt draußen noch rumzulaufen und nach demjenigen zu gucken, der eventuell sein Handy vergessen hat. Eine Fahrkarte, bitte. So, eine Woche Standard. Danke. Was? Was? Klar. Augenblick. Sie haben meine Fahrkarte. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Ist mir wurscht. Und wenn ich Sie noch 20 Mal erfrage... Nordspeicher. So, dann hoffe ich mal, dass das jetzt echt geklappt hat und wir jetzt weiterkommen. Did it.
Eine Fahrkarte, bitte. So, werd mich denn auch mal ransetzen. Vielleicht kann man das ja irgendwie mal gefühlt im Livestream machen, dass man da vielleicht nochmal alle Fahrten nochmal so gut wie es geht abschließt. Ja, mit vollen 5 Sternen. Das macht sich irgendwie besser, als wenn man das Ganze wahrscheinlich hier jetzt in den Folgen macht. Habe ich Ihnen schon gezeigt? Na klar. Oh, Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Na klar. Habe ich Ihnen schon gezeigt. Könnte man das vielleicht so ein bisschen im Livestream machen? Hier, bitte. So, kein Schwarzfahrer anlassen. Hier los, das läuft hier bei uns. Das bestmögliche Ergebnis dann hier rausholen. Könnt ihr mal in die Kommentare posten, ob ihr da Interesse dran hättet. Oder ob ich das dann doch lieber alleine machen soll. Jetzt ist er ein größerer Fan als ich. Ich lege das uns vor, das ist sehr löblich, höflich, würde ich sagen. So, da siehst du. Also, da haben wir ein besseres Ergebnis ausgezählt hier. Jetzt haben wir hier auch die vollen 5 Sterne. Gib mir 5, haben wir eine Errungenschaft bekommen, sogar eine Goldtrophäe. Ja, das läuft, Leute, das läuft. So, Streckenplan, wie sieht's aus jetzt? Ja, siehst du, haben wir geschafft jetzt das Ziel. Dann kriegen wir jetzt gleich unsere nächste Aufgabe. Los geht's. Du hast dich schon wieder selbst übertroffen. Ich glaube nicht, dass der öffentliche Nahverkehr in der Umgebung der Stadt je so stabil war. Ich habe noch mal mit Herrn Baumann gesprochen. Und wir glauben, dass es an der Zeit ist, den Hauptbahnhof wieder ins Streckennetz zu integrieren. Ja, wir bei der Handelskammer sind absolut überzeugt, dass wir mit eurer Expertise die Situation der Pendler aus den Randbezirken maßgeblich verbessern können. Wir haben einen Bonus für euch ausgehandelt. Außerdem sind die Gesellschafter bereit, die Rechte für den Hafenbezirk wieder zu überschreiben, wenn ihr ihnen zeigt, dass ihr den Hauptbahnhof in euer Streckennetz einbinden und mit der anschließenden Nachfrage fertig werden könnt. So, das hört ihr doch schon mal nach einem absoluten Deal an. Das heißt, oh, guck mal, wir sind jetzt hier unten. Schaffetterfield? Ja, wirklich, Schaffetterfield. Was ist das Ganze? Okay, dann sind wir jetzt ab sofort in Schaffetterfield. Und jetzt schauen wir mal. Nutze Fahrer, um auf einer Strecke mit maximal 8 Haltestellen Einkommen zu generieren. Mit maximal 8 Haltestellen. Belohnung schaltet den Hafen frei. Frau Tannhäuser und Herr Baumann denken, dass es an der Zeit ist. Ja, das hatte ich gerade vorgelesen. So, welches ist denn das hier? Da brauchen wir mal jetzt kurz die Linie. Das ist die, ne? Wo endeten die? Nein, ich will hier kurz mal prüfen. Das ist die, die endet zum Heuheber. Ja, ach hier zum Heuschober. Dann lass uns mal die wegnehmen. So, dann haben wir 6 Haltestellen. Speichern wir das Ganze mal. Also das ist die Linie 6 und wir müssen jetzt, was müssen wir anschließen? Den Hauptbahnhof, die Landwirtschaftszone und die Industriezone. Okay. So, wollen wir denn jetzt hier den Hauptbahnhof? Hauptbahnhof, da ist er. Okay, dann Strecke bearbeiten. Ja, warte mal, wir machen das mal anders. So. Machen das Ganze so hier. Und dann geht das. Hier ist der Hauptbahnhof. In die Arbeitergasse und zum Hauptbahnhof. So. Da hätten wir wahrscheinlich schon
das erste hier abgeschlossen. Hauptbahnhof, mindestens Landwirtschaftszone, mindestens zwei Haltestellen und Industrie, mindestens zwei Haltestellen. Normalerweise macht er das doch aber gleich, oder? Tja. Ah, hier hätten wir auch noch eine. Lass uns die mal bearbeiten. Nehmen wir das hier weg und machen dann mal das hier. Speichern. Das macht er nicht. Das ist doch die Agri... Das ist doch... Das ist jetzt fies. Speichern des Gewerbegebiets. Schobergrund. So, okay. Lassen wir das jetzt erstmal kurz so stehen jetzt hier. Jetzt müssen wir mal hier umgucken. Das ist Oakville. Das ist der Astra Park. Und wir sollen jetzt Hauptbahnhof, Schobergrund, Siegwalden, Oakville. So, welche haben wir denn da? Welche Linien? Nee. 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 Ja, die sieht doch ganz gut aus hier. Machen wir die jetzt. Oh nee, die sieht doch nicht so gut aus. Ja, verwerfen. Ihr könnt ja sowieso alle Linien jetzt hier wieder komplett neu bearbeiten und alles sowas. Die gehen echt weit immer. Hier werde ich mal die Dinger hier rausnehmen. Warte mal. Wir werden mal das hier entfernen. So. Haben wir jetzt Siegwalden. Zack. Schauber. Browns, warum haben wir jetzt... Ach so. Oh Gott. Ja gut, ja, verwerfen. Wir machen es nochmal neu. Alter. Das geht mit Maus schon deutlich besser. So, hier haben wir die Eichenstraße. So. Ha. 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 Genau, so wollte ich das haben. Und zum Hauptbahnhof. Speichern. Schobergrund 2, Siegwalden 2, Hauptbahnhof 1 und Oakville 2. Ja, die haben wir doch. Ach so, Nutzerfahrer. Okay, 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 ich verstehe, ich verstehe. Und das mit den Speichen. Das kriegen wir vielleicht auch noch hin. Wo sind wir? Haben wir hier? Da haben wir. Achso, das ist unsere Linie. Die ist doof. Das ist meine. Die könnten wir eventuell noch bearbeiten. Die geht nämlich schon. Wo ist sie denn? Grenusplatz? Machen wir den Grenusplatz. Ah. Ah, ich verstehe. Ja, dann machen wir es so anders. Dann machen wir von... Und das setzen wir da ganz oben. Somit. Wollen wir hier am Hauptbahnhof lang? Nimm nochmal das hier noch mit rein.
Arbeitergasse, ja. Oh, Leute, hallo. Gebt mir noch mal diese Haltestelle. Ich verstehe manchmal nicht, was dein Problem ist. So, das geht jetzt nach ganz oben und du auch. So, und das Speichern war. Was ist da los? So. Haben wir ja auch schon gemacht hier, ne? Arbeitergasse. Ja. Dann machen wir jetzt einfach hier noch so und so noch mit rein. Speichern. Bei dem kriegen wir hier. Was ist dein Problem? So, ja, warte mal. Was? Hauptbahnhof, Schobergrund, zwei Haltestellen und Speichern des Gewerbegebiets. So, okay, wir brauchen noch Schobergrund. Arbeitergasse und Fischergrund. So, du bist doch hier. Fischergrund und Arbeitergasse. Das sind zwei Haltestellen. Okay. Ja, dann kann man das eigentlich so lassen. Und dann würde ich ja sagen, wir haben 6 Busse. Wir fahren erstmal unsere, um erstmal vielleicht hier die Aufgaben erstmal abzuschließen. Und dann schauen wir mal weiter. Kann nämlich sein, dass dieses Ausrufezeichen dafür dasteht, dass wir hätten die Linie vielleicht nochmal neu fahren müssen, weil wir neue Haltestellen hinzugefügt haben, aber bei den anderen war das halt nicht der Fall gewesen. Eine Fahrkarte bitte. Danke. Möb. Mein Gott. Darf doch alles nicht wahr sein hier. Boah, wirklich. Kannst halt während der Fahrt nicht machen, ne? Du musst halt wirklich anhalten. Du kannst ja auch nicht einfach den Bus irgendwie jetzt so weiterfahren lassen. Wollen wir mal auf Ticketsuche gehen? Hab ich denn was? Ach so, hier. Was? Ach so. Hier ist die Fahrkarte. Ah. Und hier. Klar. Was? Ach so, hier. Sehr vorbildlich hier alle. Nordspeiche. Nordspeiche.
Ich war mal Banker, aber das hat sich nicht mehr ausgesucht. So. Und mit der Rampe. Hier war das. Eine Fahrkarte, bitte. So, Standard. Danke. Ich liebe die Sonne. So, haben wir. So, mal gucken, ob das überhaupt irgendwas gebracht hat jetzt gerade. Nein, da werden wir uns wohl in der nächsten Folge mal nochmal drum kümmern müssen, was da so los ist. Nutze Fahrraum auf einer Strecke mit maximal 9 Haltestellen, Einkommen zu generieren, die verbindet. Jo, dann werden wir mal nächste Folge mal drauf achten, werden wir mal gucken. Und wenn euch die Folge gefallen hat, Leute, lasst ein Like da, schreibt es in die Kommentare und sonst freue ich mich natürlich. Wie gesagt, wichtige Frage ist jetzt hier, wollen wir vielleicht das Ganze noch so ein bisschen optimieren, jetzt hier in dem Bus-Simulator, dass wir hier doch ein bisschen mehr rausholen können. Wie gesagt, dann nutzt da die Kommentarfunktion, ob wir dazu mal einen Livestream machen sollen. Ich glaube, das wäre im Livestream halt ein bisschen sinnvoller, als das Ganze hier irgendwie in den Folgen festzuhalten. Das würde halt alles mega lang in die Länge ziehen. Deswegen, wie gesagt, schreibt das da mal in die Kommentare. Ich verabschiede mich hier, bedanke mich, sage ciao, tschüss und hoffentlich wieder bis zum nächsten Mal. Ne? Tschüss!